Willkommen Leute zum 7. Spieltag der German YouTube League und ich spiele heute gegen Eugen Heid von CCG und ich würde gerne anfangen, wenn ich irgendwie darf. Und nicht mal das darf ich, okay. Ich bin mega getriggert von dem Typen, aber ich will jetzt nicht so viel auf YouTube tragen, damit er jetzt hier nicht gehatet wird, aber holy shit, Alter. Naja gut, ich werde nachher noch ein bisschen was erzählen, damit es nicht zu viele Leute mitbekommen. Ich will wie gesagt nicht, dass der irgendwie jetzt Hate-Kommentare bei ihm bekommt, weil das... Nein, das will ich nicht. Na egal, er spielt mit den Dinos, das habe ich predicted, ehrlich gesagt. Das war mir relativ klar, weil jetzt kann er spielen, also warum nicht, habe ich mir gedacht. Und ich werde sowieso jetzt erstmal das Maxi droppen, oder? Der Special doch direkt, oder nicht? Nein, du kannst suchen, genau. Ich muss leider auf Yu-Gi-Oh! Pro spielen, warum genau, werde ich euch gleich auch noch erzählen. Aber erstmal hier den ersten Zug hinbekommen. Okay, du suchst erstmal nur. Ich glaube, du kannst jetzt nicht einfach sowas specialen, deswegen warte ich mal mit dem Maxi. Ich denke, ich habe mit meinem Palio-Deck eine sehr gute Möglichkeit, ihn zu schlagen. Und ohne Scheiß, normalerweise ist Musik oder Niederlage scheißegal, aber heute will ich ihn einfach nur 2-0 wegklatschen. Ah, okay. So, kannst du irgendwie specialen? Ich wüsste gerade nicht wie. Der Superleiter Tyranno muss zwei Karten aus dem Grave banishen, Verschidosaurier auch. Du specialst dich, oder was? Genau, okay. Dann kommt jetzt Maxi. Den Agni Masut habe ich gestern auf Card Market verkauft. Cool, dass er jetzt gegen mich verwendet wird. Mittlerweile habe ich einen Card Market Account, um so ein paar unnütze Yu-Gi-Oh-Karten zu verkaufen, die ich durch Openings bekomme, die ich halt nicht benutzen kann, weil ich die Decks nicht habe oder nicht spielen will. Beispielsweise das hier, das ist einfach, ja, Dino. Ich weiß nicht, vielleicht baue ich es irgendwann mal, aber es ist jetzt nicht das Deck, was ich unbedingt in Real Life spielen möchte. Ich habe mir jetzt vor kurzem ein Morphtronisch-Deck gebaut, das ist mega geil. Das arbeitet nicht mehr mit Quasar, ich habe es erst auf Quasar gebaut, aber das ist halt einfach nicht konsistent. Das arbeitet jetzt mit Zeukin und es macht ultra Bock, ey. Es gibt kein Deck, was mehr Spaß macht, gefühlt. Zumindest wenn man halt anfangen darf. Dann spielt man einfach 20 Minuten lang mit sich alleine und baut sich da das Mega-Board auf. Netbeast, Crystal Ring, den ich leider noch nicht habe. Und, alles Mögliche. Ein Sternenstaubkrieger spiele ich auch noch, der liegt noch dabei. Und meistens noch was anderes. Also da kann man richtig heftige First-Time-Boards aufbauen. Und wenn dann der Gegner Second geht, hat er eigentlich sofort verloren. Das ist der Wahnsinn. Gut, aber jetzt zurück zu ihm hier. Wie kann ich ihm am besten die 2-0-Klatsche geben? Keine Ahnung. Was genau kannst du denn? Hast du irgendwelche gefährlichen Effekte? Ich hoffe mal nicht. Ich sehe gerade, auch wenn der Text auf Englisch ist, nix. Nur halt hier seinen Spezialbeschwörungseffekt und so. Und dass er sich versuchen kann, das ist mir relativ Wayne. So, wir normal summonen einfach mal hier den Swap Frog. Und werfen erstmal hier eine Ronin Toten in den Grave. Das könnte gut sein. Klatsch. Und dann nehmen wir den wieder zurück auf die Hand, weil wir es können. So. Und dann habe ich jetzt 5 Karten auf der Hand. Kleines Problem ist jetzt folgendes. Wir haben den Dinomischus, den würde ich gerne enabled haben. Aber ich weiß noch nicht so ganz, was für eine Falle ich auf der Hand behalte. Also Reckless Greed will ich auf jeden Fall behalten. Wabuku auch, da bin ich nämlich gegen den OTK perfekt gewappnet. Lost Wind ist halt auch zu gut eigentlich, um ihn nicht zu legen. Wobei der halt wiederum, naja, ne? Den könnte man abschmeißen für Dinomischus, das würde schon gehen. Aber ich mach's nicht gerne. Ich mach's sehr, sehr ungern. Extrem ungern sogar. Das Ding ist, ihn hier einfach mal so weghauen zu können mit Dinomischus, direkt in seiner Standby-Phase, würde mir sofort ein Viech hier enablen. Das wäre eigentlich wunderbar. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal Folgendes tun. Ich werde tatsächlich ein bisschen Risiko gehen. Endphase. Und ich hoffe mal, das geht ja auch mit dem A gedrückt halten und dann anketten zu dürfen. Okay, scheinbar doch nicht. Doch, okay. Wir wollen anketten und zwar ketten wir an, so rum, ein Dinomischus und werfen weg einmal den Kanadier. So, wenn der gebanished wird, darf er seinen Effekt nicht triggern. Das war jetzt meine Idee.
Und der ist schon mal weg. Jetzt muss er mit seinen Dinos gegen drei Backrow-Karten antreten. Eugen Heid steht gerade aktuell, ich glaube, 2 zu 4, hat also nur zweimal bisher gewonnen. Er scheint also besiegbar zu sein. Er ist von CCG, das sind ja ziemlich gute Spieler, also wundert mich etwas, aber okay. Aber erstmal jetzt zu dem, was mich so genervt hat. Und zwar hatten wir Probleme damit, einen Spieltermin zu finden. Beziehungsweise er hatte ein Problem damit. Ich mache es immer so, ich schreibe meine Gegner dann an, wenn ich halt wirklich bei den Tagen vor der Jill keine Zeit habe. So, wenn ich aber an allen Tagen, die noch kommen, bis hin zum Spieltag Zeit habe, schreibe ich den Gegner erstmal nicht an, weil ich habe ja keinen Zeitdruck, ja. So, und Eugen Heid hat mich jetzt angeschrieben am Dienstag um 23 Uhr, so. Und dann hat sich rausgestellt, dass Mittwoch der letzte Tag ist, an dem man überhaupt aufnehmen kann, so. Und Mittwoch, tja, war der einzige Tag in der gesamten Woche, wo ich nicht kann. Ganz einfach, weil ich eine Abi-Feier hatte oder eine Kursfeier. So, Instant-Fusion, dagegen kann ich jetzt erstmal eh nichts machen. Auf wen denn? Norden? Ja, okay. Ganz klassisch. Will ich das denn? Lost Winden? Wäre denkbar. Das ist jetzt actually gar nicht mal so einfach. Ich habe jetzt gerade nicht so viel, um ihn in die Bredouille zu bringen. Was für ein XI würde mich killen? Dingens wäre nicht cool. Abyss-Dweller. Aber ansonsten ist eigentlich alles cool. Und Abyss-Dweller kann ich nach wie vor mit Lost Wind einfach behindern. Also mache ich das mal. Vor allem, weil dann der Verschidosaurier einfach tot an seinem XI dranhängt. Und ich in seinem Grave vorher nutzen kann. War, denke ich, ein Missplay von ihm, dass er sich hier den Verschidosaurier genommen hat, ne? Weil der soll ja im Grave liegen bleiben eigentlich. Oder er denkt, er kann ihn direkt abhängen, aber das wäre trotzdem nicht das sichere Play gewesen. Also den Oviraptor dran zu hängen an sein XI ist, denke ich, eine schlauere Idee. Nevermind, okay. Ach so. Will er die beiden jetzt weghauen, um den Agnimazu zu holen? Okay. Das ist crazy. Nur den Verschidosaurier, okay. Ja gut, damit darfst du jetzt was specialen von deinem Deck. Das wäre dann der Oviraptor wahrscheinlich wieder. Ich kenne seine Plays so ein bisschen. Ich habe mir ein, zwei Combo-Videos angeschaut, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Also ich bin jetzt nicht der beste Dino-Spieler. So ist es nicht. Ich denke, ich könnte es spielen, wenn ich es in der Hand hätte. Also wenn ich es hier spielen würde, würde ich es bestimmt irgendwie hinbekommen, damit halbwegs zu spielen, aber die ganzen Kombos kann ich jetzt nicht auswendig. Ich weiß aber, was die Karten können. Das ist schon mal ganz gut, zumal ich ja gegen Atzen Jens, nee, nicht gegen Atzen Jens, gegen Alex Zockt gespielt habe, der Dino gespielt hat. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall gab es dann halt keinen Spieltermin mehr quasi und ich habe mich halt ein bisschen mit ihm gezofft, weil er halt einfach ja, sein Zeitmanagement in dem Punkt quasi ziemlich versaut hat, ohne sich dafür irgendwie zu entschuldigen oder mal versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden dafür. Zumal es andere Termine gegeben hätte, die aber einfach nicht tragbar waren. Er hat mir vorgeschlagen, irgendwie freitags um Mitternacht oder nach Mitternacht zu spielen und sowas. Das geht halt überhaupt nicht, weil es hier nicht mal meine Wohnung ist oder mein Haus. Ich kann nicht einfach in der Mitternacht anfangen aufzunehmen. Das wäre mega unfreundlich gegenüber den Eltern meiner Freundin. Und im Endeffekt ging es jetzt endlos hin und her und endlich haben wir einen Termin gefunden, nämlich jetzt Freitag mittags, warum auch immer er jetzt plötzlich hier kann. Aber ja, und jetzt musste auch noch sein Deck bauen in letzter Minute und musste dann auch noch in letzter Minute, ja, hier mussten wir auf DevPro, auf Yu-Gi-Oh! Pro ausweichen, weil er DevPro plötzlich nicht hat, obwohl wir abgesprochen hatten, dass wir hier spielen oder weil ich es ihm geschrieben hatte, obwohl ich es ihm geschrieben hatte. Also, das war eine mega stressige Runde. Also, ich hoffe, dass ich nie wieder so ein ja, Jill-Match habe. Oder so ein Jill-Gegner, der einfach mich zu spät anschreibt, weil das war mega scheiße. Weil das Problem ist, wenn er durch... Ah, shit, das ist jetzt doof. Weil das Ding ist, das muss ich jetzt Lost winden. Und der Haken an der Sache ist leider, dass ich jetzt den Overlay machen kann auf Rang 9. Aber dagegen kann ich nichts machen. Jetzt habe ich gerade den Farben verloren.
Egal, also es war auf jeden Fall nervig und ich hoffe, dass ich nicht mehr so einen Gegner bekomme. Ah ne, genau. Wenn er jetzt wirklich nicht hätte antreten können, dann hätten wir beide einen Strike bekommen und beide einen Game Loss, obwohl ich ja immer konnte. Also das hätte ich echt sehr, sehr dumm gefunden. Aber das ist zum Glück nicht passiert. So, Verschidosaurier auch noch. Ja, er hat hier auf jeden Fall Döner mit Soße in der Hand. Ich hoffe mal, dass wir da irgendwie noch eine Chance haben. Da legt mir jetzt nämlich Dingens hin. Lagia. Aber actually ist das nicht so tragisch. Also mit Lagia werde ich fertig. Ups, Lost Wind hätte kommen sollen. Das war Fail, aber egal, er macht jetzt eh gleich ein Overlay. Nein, macht er nicht. Cheat! Ich habe aus Versehen rechte Maustaste geklickt. Das war der heftige Missplay, sowas wäre im Real Life natürlich nicht passiert. So. Wenn ich jetzt deswegen verliere, dann wäre das busy lame. So gut, bisher. Also wenn er jetzt kein zweites XC-Monster hinlegt, dann sieht alles rosig aus, weil durch einen Lagia kann ich problemlos durchgrinden mit Palio. Das dürfte kein Problem sein. Jetzt kommt aber noch das Rang 9er, ne? Er wollte scheinbar einfach mit allen drei angreifen. Macht ja Sinn. So, dann kommt jetzt mein Lost Wind. Ja, komm jetzt her. You can detach one XC material from this card and declare one attribute. This turn all face-up monsters on the field become that attribute. All monsters in your opponent's possession with that attribute können nichts mehr machen. Nee, das darf ich nicht zulassen. Vor allem, weil das Scheißding viel zu gute Werte hat. Das darf ich einfach nicht so liegen lassen mit seinem Effekt. Aber da chaint er jetzt natürlich Lagia an, ne? Stimmt. Ja gut, das ist actually nervig. Das ist sogar sehr nervig. Und dagegen kann ich auch nichts machen. Moment. Wenn ich jetzt gerade... Das würde ich gerne mal wissen, Leute. Wenn ich jetzt gerade Dinges gemacht hätte... die Reckless Greed auf den verschwundenen Wind. Hätte dann Lagia nur noch Reckless Greed annullieren können? Glaube schon, oder? Kann gut sein. Egal. So, du hast nichts mehr. Ja. Was kann ich denn machen? Schwierig. Verdammt schwierig. Opabinia wäre natürlich eine Möglichkeit, der ist immer eine Option, um was rauszusuchen, was er aber diese Runde natürlich nicht machen kann. Von daher, nee. Wobei, du bist immun gegen Monster-Effekte, ne? Aha. Ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Wenn er jetzt dadurch auch negiert ist, dann traurig. Ist er jetzt negiert oder nicht? Ich denke mal nein, weil eigentlich vom Effekt her wird es keinen Sinn haben. Ja, genau. Gut, wir suchen uns auf jeden Fall ein Removal. Das ist in dem Fall, würde ich mal stark vorschlagen, Dinomicious, damit dieses scheiß Vieh hier weggeht. Das Ding hier. Das will keiner auf dem Board sehen. Und das geht halt nur mit Dinomicious, weil der verdeckt nur, dann ist er nächste Runde wieder da. Und dann bastle ich ihm irgendwas hin. Frösche oder so, mal sehen. So, wir machen Dinomicious. Banishen den Kack. Holen uns aus dem Grave ein Monster. Boah, ich kann hier actually ganz normal spielen, ohne Probleme, ne? Zack. Zum Glück ist der immun, also das hat mich jetzt gerade ein bisschen gerettet. Reckless Greed will ich auch aktivieren, weil ich will Maximum Trap Cards auf meiner Seite haben. Einfach nur abzufacken. In seiner Runde gleich. Ja, und das ist halt der Grund, warum ich das hier ansprechen möchte. Dass ich jetzt einen Strike bekommen hätte und einen Game Loss dafür, dass er den Mist gebaut hat quasi, das finde ich unfair. Im Endeffekt ist mir der Sieg, wie gesagt, nicht mega wichtig in der Drill, aber wenn man halt durch ein Fehlverhalten nicht vernünftig bestraft wird, ist es halt nicht so gut. Finde ich. Für ein Turnier. Deswegen, ich hoffe mal, dass in der Drill 3 dann, wenn sie dann stattfinden sollte, irgendwas gefunden wird, irgendeine Regelung, dass wirklich ausgemachte Termine wahrgenommen werden müssen oder dass, keine Ahnung,
wenn der Gegner keinen Termin mehr anbieten kann, weil er einem zu spät angeschrieben hat, dass er halt dann auch dafür bestraft wird in irgendeiner Weise, weil das finde ich halt kacke. Aber wie gesagt, das sind alles Fehler, die hätten jedem mal passieren können, also bitte auf gar keinen Fall jetzt Eugen Hight haten deswegen. Das ist überhaupt nicht meine Intention dabei. Ich möchte nur sagen, dass es halt ungünstig ist, wie die Regelungen der Jill da sind. Und ich hoffe mal, dass es dann in der Jill 3 gefixt wird, wenn diese stattfinden wird. So, im Kampf kann ich den nicht besiegen, der hat aber kein Material mehr, das heißt, es ist einfach ein toter Lagier. Und in seiner Standby-Phase kommen jetzt zwei Frösche durch... Nein. Durch die Totally Awesomes. Wir wollen das weg haben. Ich bin da ganz schön durchgegrindet durch sein Board, ne? Finde ich gerade schön. Wie gesagt, also die 2-0 Klatsche, die habe ich mir, denke ich, jetzt mehr als verdient. Ich habe jetzt hier einige Nerven dran verloren. Weil ich bin eine Person, die einfach schnell dann auch wütend wird wegen sowas, weil... Ja, keine Ahnung. War halt doof. So, Standby-Phase. Nummer 2. Zack. Duke Frog. Und Nummer 2. Jetzt darf er, glaube ich, kein Monster mehr von mir angreifen, wenn ich die Effekte von den Dupe Frogs richtig verstanden habe. Das heißt, ich kann jetzt quasi zweimal was von ihm negieren. Ich habe ein Wabuku-Set und er darf nichts von mir angreifen. Wie soll er das mit drei Handkarten, nee, mit zwei Handkarten besiegen können? Gar nicht. Gut, habe ich mir gedacht. Alles klar, dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal als Eugen 1. Safe. Und dann werden wir ein bisschen zeigen. Die Frage ist nur wie. Auf jeden Fall müssen die Kaijus rein, das ist selbstverständlich. Und dafür packen wir was raus. Ghost Ash? Trifft ihn Ghost Ash? Ja doch, weil ich einen Oviraptor damit negieren kann. Doch, Ghost Ash will ich drin lassen. Wir machen einen Desires raus, das ist eh eine Side-Deck-Karte, also eine... Karte zum Siden, zum Rausnehmen. Wabuku wäre auch denkbar immer. Maxi auf gar keinen Fall, wenn ich Second gehe. Strikes, würde ich sagen. Ja, Strikes. Und was auch noch rein muss, ist Raigeki. Und ich würde sogar noch gerne Starcall machen. Dinomichos könnte man rausnehmen. Eine Barrier ist auch nicht so toll, wenn ich Second gehe. Ja, das ist eigentlich so nicht schlecht, würde ich sagen. So will ich spielen. Ich glaube, dieses Mal habe ich ganz gut gesidet, ne? Also, naja gut, wenn man halt 15 Wochen lang immer mal wieder so Meta-Matches spielt, auch zur Vorbereitung, dann kommt man langsam mal wieder ins Siden rein. Ich bin ja kein Competitive-Spieler. Wobei ich in dem Jahr dann halt, wo ich jetzt quasi YouTube als Job mache, gefühlt, auf jeden Fall auch viel livestreamen werde, wenn es geht. Und dann werde ich... dementsprechend auch eine Menge Erfahrung sammeln, hoffentlich mal. In Sachen Competitive Play, da werde ich auf jeden Fall diverse Metadecks auch mit euch antesten zusammen. Da freue ich mich schon drauf. Und ich möchte nochmal betonen, wenn ich jemanden sehe, der bei Eugen Hight jetzt hatet deswegen, der wird sofort von mir geblockt, aber das für immer. Weil sowas geht gar nicht. Ich will einfach nur hier meine Meinung aussprechen. Weil die Sache ist, wenn ich das jetzt kritisiere, dann kann ich vielleicht am Ende dann leichter dafür sorgen, dass bei der Jewel 3 diese Regel irgendwie mal angepasst wird, weil ist halt nicht gerade optimal für denjenigen, der dann quasi ja, den Game Loss angedroht bekommt, obwohl er gefühlt nichts falsch gemacht hat. Holy shit, hast du eine Dönerhand. Alter. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade kurz, der hätte zwei Babysaurier auf der Hand gehabt. Das wäre eine Dönerhand gewesen, aber zum Glück nicht. Gut. Wir haben Geki, wir haben Dimensional Barrier, die kann vielleicht was bringen. Wir haben zwei MRTs. Ah, das ist eigentlich nicht so gut. Leider keine Handtrap gezogen. Ich denke jetzt mal nicht, dass er irgendeine Denko-Sekka hat. Ich habe hier auch diese eine Konterfalle, die genormete Monster annullieren kann und wieder auf die Hand zurückbouncen kann. Und eine Soul and Warning, falls mein Gegner irgendwas spielt, was eventuell Denko-Sekka enthalten könnte. Aber das Deck hier kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wobei, andererseits spielt er ja keine Backrow oder sehr wenig nur. Also ich habe in Dino-Decks bisher selten mehr als eine Set gesehen. Ich meine, ich spiele ja ein bisschen auf DevPro immer mal wieder zwischendrin, abends und so, aber nee. Nie sonderlich viel Backrow.
Ja gut, First Turn Trishula, bounced mir jetzt eine Handkarte weg, hoffentlich ein scheiß Olenoides, den brauche ich eh nicht. Und sein komisches True King Bossmonster da kann ich wegregekien. Solange er keine zusätzliche Dingens hat. Natürlich, Raigeki! Ah, Chance 1 zu 5. GG. Okay, nice. Den Sieg hat er mehr als verdient dadurch. Nice one. Das habe ich verdient, ey. Ah, shit. Trotzdem, solange er jetzt nicht irgendwie noch ein Dingens dazulegt. Den Lagia, genau. Den habe ich die ganze Zeit gesucht, den Namen. Ich hatte die ganze Zeit Dolka im Namen, aber Lagia ist richtig. Ja, Phantom Fortress Enter Platten hier. Oh, okay. Ach so, damit kannst du mir noch eine Handkarte weghauen. Bitte jetzt nicht auch noch den Swap Frog, weil dann kann ich einfach direkt surrendern. Okay, immerhin etwas. Etta Blatnir ist eine sehr coole Karte, eine meiner Lieblings-XC-Monster. Und ich ziehe den dritten Olenoides, was will ich denn damit? Spiel, bitte! ETF? Kann ich mir doch sonst wohin schieben? Egal, Ronin Toden. Oh Gott, die Runde zu gewinnen wird schwierig. Also wenn ich jetzt Dingens gehabt hätte, Raigeki, wäre es kein Ding gewesen, den Etta Blatnir zu outen, und mit der dreifachen Backrow wäre das, denke ich, dann Sieg geworden. Aber so? Nicht gut. Du kannst mir damit von meinem Grave was banishen. Okay, das kann ich aber mit der Barrier verhindern. Das ist nicht das Problem. Ja, gut, Z3, Full Helmet und go. Hoffen, dass wir gewinnen. Bitte hab kein Second Turn Play. Wenn dann noch was dazukommt, dann uncool. Wobei er jetzt kein XC dazu beschwören kann, actually, ne? Ich sag zu oft actually gerade irgendwie. Ach ja. Ich will nicht wieder sagen, dass wir ein Trickspiel draus machen, weil sonst vergesse ich dann oft klug zu sagen und dann ist es ziemlich lame. Bei dem einen Opening habe ich irgendwas ganz oft gesagt. Dann habe ich irgendwann gesagt, dass ich ein Trinkspiel draus machen will. Und dann habe ich es nie wieder gesagt. Das war traurig. Aber noch ein paar Leute in den Kommentaren traurig. Ja, gut. Ja, du drohst mir damit, was wegzuhauen. Dazu sage ich natürlich nein. Damit wollte er wahrscheinlich die Barrier rausbaiten, wenn ich sie haben sollte. Gehe ich mal von aus. Sagen natürlich ich sie. Na? Was wollte er jetzt darauf anchainen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, Peschidosaurier, banished 4. Was könnte er jetzt tun? Ein Synchromonster geht natürlich, ja. Aber Xy nicht. Also warum macht er weiter? Sehe ich jetzt nicht ganz den Grund darin. Ich glaube, ich werde einen Olenoides rausborden, weil irgendwie hat er nie Backrow. Ich glaube, er spielt gar keine Fallen. Ich glaube, man spielt in Dinos scheinbar keine Fallen. Einfach nur ganz viele Monster und ein paar Support-Spells und so. Scheinbar. Ach ja. Übrigens habe ich die letzten beiden Male gewonnen, ne? Und ich stehe aktuell 3-3. Also ich bin der Einzige in der Jill, der eine negative, nee, eine ausgeglichene KD hat. Negative haben ein paar. Das ist ganz cool. Das ist die spannendste KD, die man haben kann. Wobei ich natürlich lieber eine bessere hätte. So ist es nett. Ich glaube, er versucht mir einen Kill zu drücken gerade. Ja, das könnte auch ganz gut funktionieren. Er hat jetzt 2-9 auf dem Board. Ja, der ist aber noch ein bisschen was vom Kill entfernt. Wenn der Superleiter Tyranno noch dazukommt, dann ist es vorbei. Ich habe diese Runde so übelst am Pech verloren. Dass das Raigeki weggehauen wurde, hat mich ultra umgebracht. Ach so, den hat er ja auch noch. Ja gut, das ist Game. Dagegen kann ich auch nichts machen. Wenn er nicht aus Versehen jetzt irgendwas hätte, sodass ich Olenoides triggern kann, ist es verloren. Schade. 2-0 Klatsche geht schon mal nicht mehr. Aber ich finde es schön, dass ich ihm das Game 1 gestealt habe. Das war auf jeden Fall schon mal viel wert. Weil das heißt, dass ich Game 3 anfangen darf. Und das ist sehr, sehr, sehr gut in Paleozoic. 5 Set, go.
Okay. Stirb! Ach ja, das ist verloren. Ich will immer noch keine Spiegelkräfte, ne? Tu die nie rein. Mittlerweile sind die sogar in meinem Real-Life-Paleozoic-Deck drin. Schon wieder vergessen beim Deckbau. Fällt mir immer erst beim Spielen ein. Bin ich tot? Ja, ich bin tot. Okay, ich lasse ihn auch tot angreifen. Ist jetzt eh gleich vorbei. Vielleicht drückt er ja aus Versehen auf Endphase. Die Möglichkeit besteht, bei einem Turnier sollte man die vorher aufgeben. Es sei denn, es ist wirklich überdeutlich, dass man nicht mehr gewinnen kann. Eugen? Warum wollte ich gerade Pseudo schreiben? Ich hatte gerade irgendwie das Wort Pseudo im Namen, im Kopf. Safe. So. Kaijus will ich jetzt nicht mehr main, weil ich will sie jetzt gerade nicht ziehen. Ich will den dritten Desires wieder haben, weil ich will unbedingt jetzt was Schönes haben. Strikes will ich jetzt auch wieder haben. Ja gut, ich werde jetzt einfach hier ganz normal mein normales Deckbolt hier benutzen, ne? Ja. Gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Und ich will auf jeden Fall anfangen. Darf ich jetzt nicht verklicken? Das wäre tödlich. Oh, bitte. Ich will einfach nur gewinnen, ey. Einfach 2-1. Ich will nicht jetzt auch noch verlieren bei dem nervigen Match. Beziehungsweise das Match ist sehr cool, aber die Vorbereitung war nervig. Will ich es auch wenigstens gewinnen. Ja, es sidet eine Weile. Ich finde es ja ganz schön, dass es 1-1 ist, weil dann ist es nicht so überdeutlich, dann ist es auch spannend. Okay. Double Swap Frog, Maxi und zwei scharfe Backrow-Karten. Das ist eine ganz gute Startern sogar. Leider keine Paleozoics, also die Paleozoic Engine ist nicht im Going, aber das ist okay. Moment, ich kann ihn normalen wieder auf die Hand nehmen. Dann ihn specialen. Ja, das dürfte funktionieren. Ich probier's. Ich habe das so noch nie gemacht, glaube ich. Ich normal meinen Swap Frog. Mach den Effekt, hole mir Ronin Toden in den Grave. So. Dann bounce ich Swap Frog wieder auf die Hand. Und special ihn dann nochmal. Darf dann aber nichts mehr millen. Doch, darf ich nochmal, genau, okay. Dann war alles richtig, cool. Das ist sehr schön. Tja, was will ich jetzt noch haben? Ich kann leider keine zwei Totally Awesomes bauen, das geht nicht, aber ich kann trotzdem schon mal ein bisschen was machen. Ja, ein Duke Frog weg, würde ich sagen. Dann holen wir Rodent Toten und machen Duke Frog weg, ist egal. Machen Overlay auf Totally Awesome und hoffen, dass wir dann gewinnen. Ich spiele jetzt komplett auf Sieg. Die Hand ist wirklich gut, also da kann ich mich nicht beschweren, auch wenn meine Paleozoics nicht unbedingt jetzt enabled sind. Ich habe First Turn den Toad, ich habe meinen One of Maxi, ich habe viel. Darf ich jetzt nicht durch Misplays aus der Hand geben. Klar, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, direkt Kaiju drüber legt, dann ist schwierig, aber mal schauen. Gut, Swap Frog wollen wir nicht im Grave haben, wir wollen Ronin Toad natürlich im Grave haben. Und wir nehmen uns einen Duke Frog, damit er den angreifen muss. Hui. Maxi. Ja, gut, dann zieh eine Karte, damit kann ich leben. Damit komme ich klar. So, was hat er jetzt? Ich bin mega gespannt, ey. Das ist jetzt echt spannend. Kann ich noch gewinnen? Kann ich dieses 2-1 jetzt rausholen, weil ich eine gute Starthand hatte? Ey, gut, nach dem Pech, was ich in der zweiten Runde hatte, habe ich eine gute Starthand, denke ich, verdient. Alter, dass das Raigeki weggeflogen ist, ey. Das. Boah, das hat wehgetan. Wobei, ich muss sagen, selbst wenn es Raigeki nicht weggeflogen wäre, ich denke, ich hätte verloren. Einfach weil der Rest der Hand nicht gut war. Die ganzen Olenoidisse waren tot. Stimmt, ich hätte noch einen raussalten müssen. Hab ich jetzt eben vergessen. Shit. Es wäre richtig gewesen,
Hallo? Frisst du direkt den Solemn Strike? Ich würde es eigentlich wirklich gerne machen. Damit er gar nicht loslegen kann mit jetzt Oviraptor-Kombos oder so, damit das direkt disabled ist. Aber andererseits denke ich mir, was kann er so Schlimmes holen? Er könnte sich einen Babysaurier suchen und den dann wegcrushen. Ja, stimmt. Wäre das tödlich? Ich lasse ihn zu. Ich lasse ihn zu und hoffe, dass ich mein Maxi gut nutzen kann. Wobei, ich habe jetzt gerade so einen Zwiespalt auf meinem Feld. Ach, scheiße, er hatte keinen Verschiedosaurier. Ah, shit. Ja gut, dann hast du halt keinen Verschiedosaurier. So, wie war das jetzt? Ich muss es striken, habe ich recht? Ich glaube schon. Ich glaube, sonst sind die immun dagegen. Gegen Strike. Ich will nicht riskieren, dass die jetzt dann immun sind. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich Oviraptor negiert. Epic Fail. Ja gut, Maxi. Kriege ich hier schon mal ein paar Draws rein. Ich meine, okay, dann spiele ich das jetzt halt auf die Variante. Dass ich ihn weniger behindere, sondern einfach an seinen Plays mit profitiere. Kann man ja auch machen. Und jetzt komme ich auch in meine Paleo Engine langsam rein, scheinbar. Mit Kanadier zumindest schon mal. Wird ein langes Match heute, aber gut, Paleo. Paleo-Matches sind nie kurz. Gott sei Dank kein Paleo Mirror. Ich habe kurz gedacht, jetzt würde noch ein Paleo Mirror draus, ey. Das wäre reines Cancer geworden. Ich glaube, ich werde auch kein Paleo mehr spielen in der Drill. Erstens, weil ich schon zweimal benutzt habe. Und zweitens, weil ich mein Glück nicht überstrapazieren möchte. Ich will nicht, dass irgendein Paleo Mirror zustande kommt, weil das der letzte Scheiß ist. Das ist das langweiligste und längste Matchup aller Zeiten. Das will keine Sau sehen. Und was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Aha, Synchro. Was bist du? Denglung! Hui, Denglung! Spielst du Dino? Dino Yangxing? Okay. Ist jetzt nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber okay. Gut, dann mach mal. So, der will jetzt natürlich seinen Effekt triggern. Ich könnte jetzt mit der Barrier natürlich sagen, Synchromonster sind negiert. Oder auch nicht. Ach so, weil es Kosten waren, ne? Lithogasim. Lithosagim will ich, glaube ich, negieren, damit er nicht kommen kann, ne? Aha, ich habe einen ungefähren Plan gerade. Ich glaube nicht, dass er noch einen Beatstick holen kann, der stärker ist als mein Totally Awesome. Moment, jetzt kommt der Lithogasim auf meine Seite, ne? Richtig. Da hat gerade die falsche Textbox gestanden. Das ist manchmal so bei Yu-Gi-Oh! Pro. Ist ja auch bei Dev Pro manchmal so, muss man sagen. Wenn er jetzt irgendwie Richtung guter Beatstick kommt, braucht er eigentlich dafür definitiv Nixie-Monster, weil er hat nicht genug gebanished für einen Dingens-Dino, der Attack bekommt durch gebannischte Dinos. Infinite irgendwas heißt das Ding. Mit dem er eben 4000 Attack erreicht hat und mich zu OT kann. Die Search-Karte, ja gut, das kannst du machen. Noch ein Verschidosaurier. Okay. Er hat zwei Dinos im Grave, das ist zu wenig. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Runde haben wir schon mal überstanden. Ohne dass jetzt was zu Heftiges liegt. Und ich habe wirklich gute Backrow jetzt. Also, da habe ich einiges Schönes nachgezogen durch Maxi. Im Zweifel hat eine Maxi das Spiel gewonnen. So, wir wollen auf jeden Fall den Swap Frog. Ohne Frage. Der Swap Frog holt
meinen besten Freund, den Ronin Toten, mal wieder in den Grave. Übrigens spielt er kein Yangtze Dino, er spielt einfach nur den Denglong, weil er ein gutes Stufe 5 Monster ist und weil er auf Level 9 gehen kann. Verstehe. Gut, ja gut, ich habe jetzt alle Ressourcen beisammen. Ich kann jetzt richtig loslegen. Die Frage ist nur, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier den und banishen einen Swap Frog. Jetzt muss ich mal kurz den Anomalocaris durchlesen, weil ich den so selten rufe. Weil der Anomalocaris könnte, glaube ich, jetzt sein Vieh crushen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Musst du dafür ein Dingens haben? Verdammt, der muss ein Fallnixi-Material haben, was ich natürlich nicht habe. Shit, das ist doof. Dann muss ich das Ganze mit einer Kornblume regeln. Na gut, das geht ja auch. Das ist okay. Dann machen wir das halt mit einer Kornblume. Weil der Dreck hier muss auf jeden Fall weg, der scheiß Denglong. So, dann haben wir hier nicht allzu viele Möglichkeiten gerade, direkt hier auf Game zu gehen. Ich wüsste jetzt nicht wie. Wir haben einen Totally Awesome. Gleich haben wir noch einen zweiten, der kommt aber erst in der Main Phase 2 dann dazu. Ja, okay. Wir machen das mal so. Attack. Und ich hoffe mal stark, dass der Denglong jetzt wieder ins Extra-Deck zurückwandert. Ja. Weg mit dem Scheiß. So, und dann rennen wir hier für 4700 rein. Das ist schon mal ordentlich. So, gewonnen haben wir aber trotzdem noch lange nicht. Da können noch einige Outs bei ihm sein. Genau, und ich habe meine Rechnung richtig gemacht, weil jetzt habe ich hier noch genug Frösche, um noch einen zweiten Totally Awesome daneben zu legen. Und ich habe ein gutes Board. Wie gesagt, noch hier das Backup mit 4 Backrow-Karten, ne? Kann man sich nicht beschweren. Also in der Frosch-Engine, da bin ich jetzt komplett drin, beziehungsweise die ist jetzt auch schon ziemlich aufgebraucht. Ich kann 2 Karten negieren. 2-mal was von ihm verdeckt setzen. Ein spezial beschworenes Monster quasi wertlos machen. Schlecht ist das nicht. Und ich habe noch 2 Beatsticks. So, ist dann Beiphase. Natürlich muss der Frosch auch noch hier plus gehen, weil sonst wäre es ja nicht OP genug für Palio. So, dann kommt noch der letzte Duke Frog, den ich mir aufgehoben habe. Aber er hat eine volle Hand. Also da können jetzt auf jeden Fall noch Plays von ihm kommen. Ich bin jetzt gespannt, ob er durch alles durchgrinden kann, was ich habe. So, da kommt direkt der Verschiedosaurier in mein Gesicht. Das war ja klar. Und den will ich ehrlich gesagt sofort negieren, weil es gibt für mich überhaupt gar keinen Grund, den erleben zu lassen. Und wir hauen auch den Totally Awesome weg, weil warum nicht? Der Duke Frog bringt mir ehrlich gesagt mehr. So, und durch den Effekt kommt in meiner Hand eine gute Normal Summon für einen Frosch, den ich vielleicht noch nutzen kann. So, und damit ist schon mal der Schützungseffekt vom Verschidosaurier negiert. Das ist schon mal ein guter Anfang. All meine Monster haben gute Werte. So, Oviraptor ist der nächste, der es probiert durchzukommen. Den muss ich auch durchlassen. Ich könnte ihn auch negieren, aber dann habe ich gar keine richtigen Negates mehr. Das macht in meinen Augen wenig Sinn. Und ich sehe jetzt auch nicht den Punkt, an dem der Oviraptor mir gefährlich wird, ehrlich gesagt. Deswegen lassen wir den mal. Mal sehen, ob wir die Stundenaufnahme erreichen heute. Ich glaube, wir hatten bisher noch keinen Part, der eine Stunde ging. Ach man. Oh, raussuchbarer Kaiju. Stimmt, den kann er ja auch nehmen. Ja gut, dann fresse ich jetzt einen Kaiju. Trotzdem ist er noch weit davon entfernt, mein Board zu brechen. Und dann kommt das Recycling von Totally Awesome. Ich brauche noch eine Ronin Toad in einem Grave, deswegen macht es keinen Sinn, die jetzt zu recyceln. Da habe ich lieber noch die Möglichkeit offen, mir einen kleinen Haufen von neuen Fröschen zu holen. Der Kaiju Search war clever. Muss man ihm lassen. Achso, mir fällt gerade ein, der Duke Frog kann da gar nichts mehr suchen, ne? Hab gar keine Targets mehr.
Okay, jetzt kommt ein Babysaurier. Das heißt, er hat wieder ein Stufe 9er. Aber ich betone hier nochmal, die Stufe 9er sind mir gerade nicht gefährlich. Weil er wird nicht hochkommen zu seinem Nixie-Monster. Das weiß er aber noch nicht. Wobei, also wenn er nicht prediktet, dass ich jetzt gerade zumindest irgendeine Art von Barrier habe, dann ja, wäre er sehr naiv, weil Palio mit 4 Backrow hat immer eine Barrier dabei. Ist halt eine gute Karte. Jetzt kommt der Baby-Cerasaurier oder der Cephalo oder so. Nee, nicht der Cephalo. Der Petit Pteranodon, so war's. Der Cephalo war das Side-Deck-Monster, was ich auch im Side-Deck habe. Das spezialbeschworene Monster crushen kann wie ein Dark Hole. Das ist gut. Specialst du dann was? Genau, ein hochstufiges. Das ist der Punkt, an dem ich die Barrier schon mal zünde. Damit er jetzt nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommt und mir jetzt hier 1000 Xyz-Monster um die Ohren klatscht. Das kann er sich schon mal sparen hier. Boah, ich bin mega aufgeregt, ey. Also ich mache auf jeden Fall Misplays, liegt aber daran, dass ich halt, wie gesagt, es nicht gewohnt bin, gegen sowas wie das, was er gerade hat, zu spielen. Ich werde an den Punkten eingreifen, wo es mir sinnvoll erscheint, ja. Durch logisches Denken. Und wenn es nicht das Perfekte ist, dann tut's mir leid. Also gewinnen können tue ich bestimmt. Also wenn ich jetzt perfekt gespielt hätte, hätte ich 100 Pro gewonnen, bin ich mir sicher mit dem Feld. Aber ob ich jetzt so gewinne, werden wir merken. Terraforming sucht den Field Spell. Nee, such den nicht, such was anderes. Ah, der, okay. Ja, damit kannst du True King-Karten suchen, dagegen kann ich aber eh nichts machen. Muss ein bisschen auch mit meiner Zeit aufpassen. Was crushst du dir jetzt? Einfach einen Vierer, den du kontrollierst. Wahrscheinlich den Oviraptor in Death. Ach nee, noch ein Petit Pteranodon, den er hat, okay. Ja, aber wie gesagt, der Aiolo ist raus. Das heißt, ein Trishula fresse ich schon mal nicht mehr. Und ich glaube, ich habe sogar schon einen gefressen, oder? Nee, habe ich gar nicht. Also Synchromonster holen wird knifflig. Für ihn jetzt. Stimmt, das war die Runde mit dem Denglong. Seine Zeit läuft auch langsam ab. Litogasim. Ja, er swarmt hier zu mit schwachen Monstern, die ihm aber alle nichts bringen, weil wie gesagt, Overlays gehen gerade nicht. Und er kann nicht einen meiner Beatsteaks bisher besiegen. Litogasim ist okay, den kann ich gleich einfach mit Bewildering Vines ja wertlos machen. Dann habe ich ja alles unter Kontrolle eigentlich. So, Litogasim nochmal genau durchlesen. Ja, nichts Tragisches. Guter Beatstick. Ja, Battlephase, gut, das war es auch schon. Ja, gut, das war jetzt viel Hauch um gar nichts, sag ich mal. Er hat jetzt hier wie sie was hingelegt, aber nichts, wo ich nicht irgendwie durchgrinden könnte ohne Probleme. Das sind einfach nur Beatsticks. So, in den Kampf verlierst du, frisst nochmal 450 Schaden. Dann bist du schon mal näher am Kill dran. Und jetzt muss ich schauen, was ich dazu lege, um hier auch sicher Kill zu haben. Die Normal Summon kommt auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was ich dann mache. Totally Awesome wäre natürlich wieder eine Option. Das ist immer eine Option. Ja, das ist doch Liefel, oder? Moment, 200, 1000, 1300, 400. Ja, es ist Game. Wir machen es. Special Summon. Totally awesome. Jetzt hatte ich gerade kurz Angst, dass sich das Duell aufhängt. Das wäre natürlich jetzt mega behindert gewesen. Aber das ist Liefel. Ich glaube schon. 285 dürfte ich damit auf jeden Fall losbekommen. Wenn ich jetzt gerade nichts übersehe. So, wir schauen mal. Ich werde jetzt einfach nach und nach gegen die Viecher kämpfen. Verschiedene Saurier kill ich mal zuletzt, nicht, dass er noch irgendwie einen Grave-Effekt hat, den ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe.
Mit dem kill ich den zweiten Oviraptor. So. Waiting. Er kann noch was aktivieren. Okay, dann doch nicht. Na, habe ich jetzt gewonnen oder nicht? Wenn der Fischidosaurier noch was kann, kann ich es negieren mit Totally Awesome. Und das ist Game. Weil der Kaiju so stark ist. Gott sei Dank. Okay, 2-1. Ah, wunderschön. Wir stehen positiv. Hätte keiner erwartet von euch, oder? Ich habe ja 1... Doch, ich habe 1-3 gestanden, ne? Ich habe richtig schlecht gestanden. Jetzt stehe ich 4-3. So kann sich's ändern. Vielleicht kann ich ja auf meine alten Jill-Tage doch mal oben mitmischen, wenn es so weitergehen sollte. Replay heißt Eugen 3 und danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, auch wenn Eugen mit seiner Zeitplanung ein bisschen verkackt hat und ich euch das jetzt erzählt habe, bitte fangt jetzt nicht an, bei ihm rumzuhaten, das ist nicht der Sinn der Sache. Ich will einfach nur dafür sorgen, dass in der Jill 3 wir irgendeine Regelung finden. Ohne Spaß, weil es kann nicht sein, dass derjenige, der das Zeitmanagement richtig macht, dafür bestraft wird und einfach einen Game Loss bekommt, weil er nicht antreten kann, weil sein Gegner keine Zeit hat. Das ist schlecht gelöst, finde ich. Und damit will ich jetzt auch nicht Schattenspiele oder so angreifen. Das gibt das Regelwerk halt einfach nicht her. Das ist das Problem. Ich habe mir das Regelwerk mal genauer angeschaut und ja, eigentlich müssten wir dann beide einen Strike bekommen, wenn es da nicht zustande kommt, obwohl er halt eigentlich den Fehler verursacht hat. Und das ist halt schlecht. Also da müssen wir auf jeden Fall mal was schrauben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal in Metatier 2, wo ich voraussichtlich nicht nochmal mit Satellite spielen werde, zumal ich dann auch schon in der neuen Wohnung bin. Höchstwahrscheinlich. Und da wird es dann, ja, weitergehen mit Tier 2 und keine Ahnung, was ich spielen werde. Mal sehen. Ich habe da einige Decks noch, die ich gerne spielen würde mal. Also irgendeine Art von Varianz will ich schon mal spielen. Na gut, mal sehen, was wir spielen werden. Und dann geht's auch schon irgendwann weiter mit wieder dem Special 3-Tag. Bis dann. Tschüss. Die Aufnahme war fast 50 Minuten lang. Ich werde ein bisschen was rausschneiden, wie immer. Versprecher und sowas. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, aber trotzdem eine richtig lange Aufnahme. Also wer bis jetzt zugeschaut hat, der schreibt jetzt, keine Ahnung, Hashtag Eugen kam zu spät in die Kommentare. Und ja, dann bekommt dann imaginären Keks von mir, weil er so lange geblieben ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer weiteren Jill-Runde. Bis dann. Tschüss.